Moin moin und willkommen zurück zu Ahead in Time. Und während ich hier gerade auf Roomba rumdancen tue und irgendwie hoffe, dass ich irgendwo wann mal ankommen werde, würde ich mal sagen, gehe ich mal zu dieser komischen Villa, die ich ja jetzt nun freigeschaltet habe und schau mal, was denn da eigentlich so los ist. Oh, okay. Das sieht interessant aus. Wird das plötzlich zu einem Horrorspiel? Auf jeden Fall mag ich das Bild. Ach klar, da vorne schneit's oder wie? Ist das eine Eiswand? Wieso ist da jetzt eine Eiswand? Kommt hier gleich Elsa um die Ecke gelatscht und will mir hier einen von Let It Snow singen oder was? Ach sag bloß. Hätte ich nicht vermutet, dass da hinten ist. Wieso ist die Brücke hier so kaputt? Sieht ja aus wie rausgeschnitten. Wieso? Selbst da unten in der Luft sind Augen? Wieso sind hier so viele Augen? Egal. Ich muss zu Elsas Palast. Wieso sind hier komische Tentakeln? Hä? Ach so, du. Ja, Dachchen. Wie geht's denn so? Immer noch schön nebelig und düster, blau, violett und so? Na, da hoffe ich doch mal. Nee, wollte ich ja gerade machen, aber dann bist du ja da vorbeigekommen. Na und? Mir doch egal. Mit was denn? Ich hab schon keine Seele mehr. Sag mal, der Typ schmeißt mit Verträgen um sich, als wäre es irgendwie Konfetti. Kann das sein? Och ja, Mann. Ich vergesse jedes Mal, dass wenn die Kamera so ist, dass ich mich bewegen kann. Sag mal, kannst du mal den Donner da sagen, dass er aufhören soll? Was haben wir denn hier? Die folgenden Gebiete des Waldes werden verfügbar sein. Folge Akt 5, liefere Paket zu 10 meiner... Warte mal, das war doch beim letzten Mal auch schon gewesen, oder nicht? Kannst du mal die Lightshow abstellen? Was haben wir hier? Besiege den Boss. Okay, hört sich interessant. Also einen Boss an hatten wir noch nicht gehabt. Doch, ja doch, den Mafia-Town-Boss, genau. Ja klar, gib mir einen Boss. Na, wo ist denn das? Toilette des Untergangs. Was? Wieso heißt dieses Level Toilette des Untergangs? Ja, als ob. Sag mal, ich habe einen Boss, der offenbar wohl eine Toilette ist, die irgendwie, keine Ahnung, die Verdammnis heraufbeschwört. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen kann. Wahrscheinlich ist die Toilette verstopft. Deswegen ist sie quasi die Toilette des Untergangs. Und hier Pakete ausliefern ist schwierig. Ja, als ob. Hat er gerade gesagt, smell you later? War der schon im Klo gewesen oder warum hat er das gerade gesagt? Egal. Wieso ist die Kamera gerade so? Sieht auf jeden Fall sehr nice gerade aus. Ach schön, sagst du irgendwas? Nein, da ist sie nicht, da ist nur eine Wand. Was ist denn das? Okay. Ach so, ich habe hier irgend so eine komische Wand geöffnet oder was? Ja, und da oben komme ich jetzt nicht. Ach so, das ist das. Ach, warte mal, was? Kriege ich dann irgendwann ein Item, womit ich dann quasi... Ja, toll. Ich bin gerade zu doof zum Klettern. Irgendwann ein Item, womit ich dann quasi diese Blöcke da entstehen lassen kann. Ja, super. Na, geht doch. Von wann brauche ich die Frucht? Ich sehe, da vorne ist ein Geist, aber ich weiß nicht, was ich da kaputt kloppen soll. Etwa die Wand hier vor mir, oder was? Ah ja, okay. Hallo?
düstere Höhle. Mit einer komischen Bude da vorne. Soll das wirklich eine Villa sein? Ein bisschen komischer Ort für eine Villa, oder? Ach was, wie? Da kann ich nie rein? Okay. Wie komme ich denn sonst hier irgendwo rein? Ich habe nämlich gerade einen Auftrag und muss hier dringend hier in diese Bude rein. Gibt's hier irgendwo einen Hintereingang vielleicht? Ach, guck mal an, da ist der Hintereingang. Wo bin ich denn jetzt hier? Ist das ein Keller oder was? Aber ziemlich nasser Keller, oder? Wieso sind da Kristalle an der Wand? Schön, dass er mir das aber jetzt erst sagen tut. Statt bestimmt im Kleingeschriebenen, wa? Ja, supi. Kann ich wenigstens den Schlüssel da haben, ohne irgendein Problem zu haben? Danke. Na, was haben wir denn da hinter der verschlossenen Tür? Ein Checkpoint? Okay. Wieso habe ich hier einen Checkpoint? Was ist denn das da? Warte mal, warum kann ich mein... Wo ist mein Regenschirm? Okay, warte mal, wieso kann ich denn diese Maske noch benutzen? Was macht die eigentlich? Achso, ich habe hier so eine Aura... Warte mal. Ist das nicht dasselbe von diesen komischen Glocken, die ich da benutzen konnte? Ach, dann habe ich das die ganze Zeit gehabt, das Teil. Okay, aber ich kann das hier nicht kaputt machen. Das ist irgendwie schade. Was? Nicht ich bin weg, ich bin weg. Okay, da geht's nicht raus. Was ist das denn für ein Ding? Was war das denn jetzt für ein Ding? Was ist das? Achso, da oben ist ein Schlüssel, okay. Und wie komme ich da ran? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Achso, ich verstecke mich hier auch noch. Ich tue mich verstecken? Ich glaube, das Spiel mutiert gerade wirklich so ein bisschen zu einem Art Horrorspiel. Ist das ein Schlüsselloch? Es scheint ein Schlüsselloch zu sein. Wieso ist da ein Schlüsselloch? Dafür glaube ich. Ja, ich weiß mittlerweile, wo ich den Schlüssel hinpacken soll. Gib mal her, das Ding. Bevor die Tante da wieder antanzen tut. Und nu? Kann ich jetzt Klavier spielen oder was? Was? Achso, das Teil ist da runtergefallen. Was? Nee. Wo ist die? Kann ich da wenigstens jetzt rankommen? Nee, natürlich nicht. Oh, okay, die kommt von der rechts. Ich sehe übrigens gerade, dass der Boden da kaputt geht, aber ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Nicht? Alter, hör auf mit der Musik. Kann ich da rein? Nee, natürlich nicht. Nee, die kommt von da. Alter. Mein Regenschirm kann ich einfach nicht benutzen und ich kann... Ich kann nichts irgendwie machen, um irgendwie den Boden hier kaputt zu machen. Ich glaube, dafür bräuchte ich meinen Regenschirm. Aber wie komme ich da oben ran? Ich kann da einfach nicht rankommen. Kann ich wenigstens in die Ich-Perspektive? Ah, kann ich. Okay. Wieso ist da plötzlich so eine Kakerlake? Ach so, ich sollte nochmal drauf. Okay, sagt mir keiner. Warum? Gib her, das Ding. Okay, diese da. Hinten ist er. Wo muss ich den Schlüssel benutzen? Hier? Okay, ich kann hier durch. Das ist ein Mafiosi, der eingefroren ist. Warum auch immer. Ziemlich kaltes Essen, würde ich mal sagen, wenn da das alles eingefroren ist. Ach, hier habe ich den Schlüssel verwenden müssen. Habe ich gar nicht gesehen. Irgendwie sieht die Wand ein bisschen sehr zerkratzt aus. Lach nicht so.
Hallo? Okay, die ist da hinten, sehe ich gerade. Ach, da oben ist ein Schlüssel. Wieso kann ich das Buch da mir angucken? Ein altes, zerstörtes Tagebuch. Die meisten Seiten wurden herausgerissen. Zu einer verbliebenen Seite blättern. Okay, ja, nehmen wir mal 13. Doch, bin ich! Hast du ein Problem damit? Hoffentlich wandert die hier nicht rum, während ich das da lesen tue. Warum? Was habe ich falsch gemacht? In seinen Briefen schreibt er über sie. Eine Lehrerin. Er sagt, er liebt mich. Aber sie sieht ihn die ganze Zeit. Ich kriege Briefe und sie seine Zeit. Er ist mein. Sobald sein Studium fertig ist, habe ich ihn wieder. Okay. Liebes Tagebuch. Heute verließ mich mein Prinz, um sein Studium zu beginnen. Er wird weit und lange weg sein. Er hatte versprochen, mir zu schreiben. Hör auf da hinten. Kannst du mal für eine Sekunde die Klappe halten? Ich bin hier gerade am Lesen. Er wird mich doch nicht vergessen, oder? Seine geliebte Prinzessin. Vielleicht doch. So wie das aussieht. Er kommt zurück. Nur ein Wochenende. Eine kurze Auszeit von ihr. Ich werde ihn überzeugen zu bleiben. Ich kann meine Liebe nicht noch einmal gehen lassen. Hört sich alles etwas melodramatisch an. Oh, Kiste. Ich hab schon wieder eine Kuh gefunden mit einem Aluhut auf. Okay, warum hat die einen Aluhut auf? Mutter hatte einen kleinen Unfall letzte Woche. Darum wurde ich heute zur Königin gekrönt. Jetzt kann der Prinz mich nicht mehr seine Prinzessin nennen. Das ist nicht fair. Ah, okay. Meine liebste Vanessa. Sag mal, wenn du dich so sehr gerade in den Vordergrund von meinem Video hier drängen möchtest, dann kannst du das hier alles gefälligst selber lesen, ja? Meine liebste Vanessa, es war viele Tage her, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, aber es fühlte sich an wie Monate. Meine Zeit hier an der Akademie ist schwer, aber ich mache schnell Fortschritte. Es gibt so viel zu studieren im Thema Jura, aber die Bibliothek ist gut gefüllt. Unsere Lehrer sind die besten im ganzen Land und ich bin dankbar für ihre Hilfe. Ja, ich höre zu, aber ich wünschte, ich müsste es nicht. Ich habe ein privates Studium mit einer Lehrerin begonnen, eine erfahrene Praktikantin für Jura mit Namen Lady... Lady what? Die restlichen Buchstaben sind zerstört und zerrissen. Okay. Wahrscheinlich durch das Mädel, da ist noch ein Brief. Mein Prinz liebt sein Frühstück viel zu sehr. Ich beneide ihm um diesen leckeren Speck. Er liebt ihn. Kein Speck mehr in diesem Haus. Okay. Achso, das ist im nächsten Raum. Meins. Kann ich da auch noch... Da kann ich mich bestimmt verstecken, oder? Ah, ja. Was sucht der denn hier? Hat er sich verlaufen, oder warum ist er hier im Schrank? Wolltest du nach Narnia? Dann hat er sich wahrscheinlich den falschen Schrank ausgesucht, um da hinzukommen, wa? Jetzt müsste man noch schön an der Tür rumkratzen, damit er total in Panik verfällt. Oh, ich wünschte nur, ich könnte ihn für immer haben. Eingesperrt und in Ketten im Keller. Aber man kann keinen Mann in Ketten legen, oder? Kannst ja gern versuchen. Ja, ich dich auch. Das Geschenk sieht nicht gerade irgendwie vertrauenswürdig aus. Wieso? Ich habe einen Ballon. Warum habe ich einen Ballon? Wieso zum Geier habe ich jetzt einen Ballon? Brauche ich den für irgendwas? Ich weiß nicht. Wieso will ich Tee mit dir trinken? Bäh. Es tut mir leid um deine Haare, mein Prinz. Ich wollte nur, dass wir die gleiche Länge haben. Und die gleiche Farbe. Und die gleichen Locken. Und du siehst wunderschön aus. Okay, ciao. Halt, ich bin nicht da. Okay, wenigstens wissen wir jetzt, dass wenn ich lese, sie auch immer noch durch die Gegend geistert. Toll! Oh, was ist das für eine Kiste? Brauche ich dafür einen Schlüssel? Nee, brauche ich nicht. Ah ja,
Rift-Token wieder einmal. Jetzt weiß ich übrigens, für was ich diesen ollen Ballon brauche. Wahrscheinlich um den Schlüssel da vom... Von der Decke des... der Betts hier runterzuschmeißen, theoretisch? Ja, so in der Richtung, ne? Ja. Toll. Ein Knopf ist unter Abhorn. Oder ich verstecke mich einfach mal. Ja, genau. Mädel? Ah, da kommt sie. Hoffentlich sieht die mich nicht. Alter. Ist er weg? Ich glaube, ich gehe mal raus. Firefox hat sich jetzt lang genug versteckt. Kann ich da jetzt irgendwie ran? Ich glaube, ich brauche noch einen Ballon. Kann das sein? Ich merke übrigens gerade, wieso zum Geier bin ich da auf diesem Bild abgebildet? Oder zumindest sieht das, was da auf diesem Bild aus, irgendwie aus wie ich? Oder ist das irgendwie Vanessa in jungen Jahren? Geht dann noch einmal? Na, geht doch! Ich brauche noch einen Ballon. Geht der jetzt kaputt? Nee, das geht nicht. Warum schwebt der Ballon da jetzt so rum? Euer kleiner... Wieso hat das Bild jetzt plötzlich Augen? Und wieso hat das Bild plötzlich die Fuchsmaske auf? Ich hab das Gefühl, dass der Ballon gerade geplatzt ist hinter mir und da hinten gerade der Teil runtergefallen ist. Okay. Ich sehe gerade der Morphew, sie wurde wortwörtlich kalt gemacht. Und sie hat den Scheißschlüssel. Sag mal, Mädel, ich brauche den Schlüssel. Ist sie jetzt duschen gegangen oder was? Also dafür, dass sie quasi hier ziemlich kalt drauf ist, ist sie ziemlich warm am Duschen. My prince has gone. Was? Darf ich mich vom Schatten nicht treffen lassen, oder was? Guck woanders nach dem Handtuch. Okay, ja, ja, klar. Ja, super. Ja, nein, ciao. Ciao, ich bin weg. Firefox muss woanders hin. Ja, ich will nur um die Ecke gucken. Bist du noch da? Sag mal. Ach stimmt, genau, warte mal. Das funktioniert aber nicht sehr gut gerade mit dem Fotomodus, okay. Gut, die scheint weg zu sein. Dann kann ich ja ohne Probleme reingehen und den Schlüssel mir kassieren. Meins! Und jetzt bin ich hier raus aus diesem Laden. Was soll ich hier überhaupt eigentlich in dieser Villa machen? Ich bin hier reingeglatscht und ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Achso, ich sollte sie untersuchen, glaube ich, die Villa, oder? Wieso ist die Wand da so voll gekrakelt? Weißt du was? Also, Kisten. Okay. Soll ich mich dahinter gleich verstecken, oder was? Was da drinne? Achso, eine Sanduhr. Finde raus, was auf dem Dachboden ist. Ach so, das sollte ich machen. Okay. Ja, cool. Haben wir noch irgendwas auf der Dingsbums hier? Ich muss mal kurz... Da. Ach so, das ist ein... Da schwebt doch irgendwas. Das ist ein Geschenk. Ich fällt da hoch. Wie komme ich da hoch? Ach so, mit den Kisten, genau. Nein, das war die falsche Taste. Meins. Was ist denn das jetzt? Ist das eine leere Verpackung oder was? Ich weiß nicht, was das war. Egal, ich hab eine Sanduhr. Ich komm raus hier. Bloß weg von dieser Vanessa.
Soll die sich doch einen anderen Prinz suchen?